halten wir kurz Stille vor den Sturm. Ich werde ein sehr interessantes Spiel jetzt spielen. Okay, ich werde nicht laut. Nein, es ist ein wundervolles Spiel. Mit Sounds. Genau, mit Sounds. Also die Leertaste wird heute noch zerstört. So, super Spiel, muss man sagen. Es ist sehr entspannend. Sollte jeder so eine Stunde nach der Schule oder nach der Arbeit spielen. Es ist echt entspannt. Keine Aggression. Es ist, wenn jemand zu euch sagt, ich will chillen, dann macht er das. Bestimmt. Sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dies auch macht. Oh, weiße Leiter. Oh. Super. Warum funktioniert das so gut? Also, die Server sind, weil ich auf die Leertaste gehauen bin, untergegangen, um meine Leertaste zu schonen. Oder doch nicht. Sie haben es anscheinend gehört. Außerirdische sind unter uns. Und ich muss mich so konzentrieren, weil ich eigentlich nur Bock auf die Musik habe. Ach, wie schön das ist. Ah, sehr schön. Komm schon! Scheißspiel. Ich meine, es ist politisch wertvoll. Ja, es gefällt mir. Facebook veröffentlicht. So. Boah, wenn die hier die Hersteller dieses Flashgames sollten mal Werbung schön machen, so Google-Werbung, so, weil das wird ja scheiße oft aktualisiert durch die Leertaste. Ah, damit machen die Geld. Wie sich die Likes dauernd steigen, ne? Ach, scheiße. Ich mach's sogar extra langsam und schaffe es nicht. Ich möchte mindestens ein Timeout schaffen oder so. Aber das ist hier ja unmöglich. Und ja, ein Entwickler ist Zerstörer. Damit ist die Leertaste gemeint. Die natürlich sehr ausschlaggebend war bei diesem Spiel. Versteht ihr? Ausschlaggebend. Trulululululu. Thank you.
Oh mein Gott! Ich zeige keine Aggression. Nein, eine Sekunde davor. Mein Hals. Boah. Eine Sekunde davor. Nein. Was ist das? Eigentlich ist das so ein Scheiß. Nein, Mann. So, naja, die haben es auch nicht besser, oder? Was? Also, die Verlockung ist groß, überhaupt das Ende zu sehen. Das wird noch ein Zweiteiler, ich sag's euch. Ich würde mal sagen, versucht es selbst. Oh, Hust.